Heute stelle ich euch die besten Streaming-Anbieter vor, wenn ihr Anime kostenlos und legal schauen wollt, ohne einen Cent zu bezahlen, mit einer kleinen Anime-Empfehlung. Meine erste geile Empfehlung ist TV Now oder auch Watchbox genannt. Auf der Seite von TV Now kann man extrem viele Serien, Filme und Shows anschauen. Das Coole ist auch, dass man neben den ganzen Serien, die man bis mindestens 7 Tage nach Ausstrahlung im Fernsehen aus dem Programm von RTL, Vox, Togo und dort laufen, eine sehr geile Auswahl an Anime wie Boruto, Naruto, Toradora, Clannad genießen kann, ohne einen Cent dafür zahlen zu müssen. Und das komplett kostenlos. Man kann sich wirklich jede einzelne Folge des Anime geben, ihn komplett an einem Stück durchsuchten und muss dafür nicht mal einen Cent zahlen. Der einzige Nachteil ist halt, dass man dafür Werbung gucken muss, aber jetzt mal ganz ehrlich, es ist doch fair. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das für euch fein ist, ob ihr dann Werbung akzeptiert, aber wenn man nichts dafür zahlen muss, das ist ja wohl das Mindeste. Wen das aber stört, die Auswahl jedoch überzeugt, kann sich ein Abo holen. Zum Beispiel gibt es das Premium-Modell für 4,99 oder 7,99 im Monat, wodurch ihr dort dann auch Originalserien, viel mehr Formate, Live-Sender, HD-Qualität und Ausstrahlung, die noch nicht im Fernsehen liefen, genießen könnt. Doch das Beste daran ist, dass man sich das Ganze dann als App geben kann und dann auch auf sehr viel Werbung verzichtet. Als nächstes haben wir einen Streaming-Anbieter, den jeder von uns kennt, denn Crunchyroll ist mit der beliebteste Anbieter und das liegt halt auch daran, dass er einfach crazy ist. Dort könnt ihr Tokyo Avengers, Boruto oder auch die neueste Staffel Attack on Titan schauen. Und mittlerweile ist sogar der alte Streaming-Anbieter Anime On Demand Teil von ihnen. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Ihr könnt euch ohne anzumelden einfach Anime kostenlos und legal schauen. Natürlich, wie bei TV Now, ist dann aber auch Werbung in den jeweiligen Folgen, die ihr dort schaut. Denn sind wir mal ehrlich, niemand arbeitet für nichts, als würde ich gratis Kurono-Videos schneiden, ich bin doch nicht bekloppt. Aber falls da draußen die ein oder anderen Leute von euch gar keinen Bock auf Werbung haben, bietet euch Crunchyroll ein 14-tägiges Probeabo an. Also ihr müsst erstmal gar nichts bezahlen und könnt euch damit kostenlos Anime reinziehen und das sogar ohne Werbung. Aber trotzdem wäre es eigentlich extrem cool von euch, gerade wenn ihr Crunchyroll regelmäßig nutzt, die Seite einfach mal zu unterstützen. Für 6,99 pro Monat könnt ihr Crunchyroll ohne Werbung genießen, aber ihr könnt es dann leider nur auf einem Gerät streamen. Deswegen würde ich euch raten, dass ihr einfach die Abo-Version für 9,99 pro Monat wählt, dann könnt ihr nämlich auch mit 4 Leuten gleichzeitig Crunchyroll schauen. Okay, realistisch, da ihr keine Freunde habt, braucht ihr das nicht, aber es ist schon cool. Und für die ganz krassen Otakus da draußen gibt es dann auch noch das Abo-Modell für 99,99 € pro Jahr. Wer hat so viel Geld? Der einzige Vorteil, den ihr dabei aber bekommt, ist, dass ihr einfach weniger Geld zahlt, als jeden Monat einen bestimmten Preis zu zahlen. Gerade für Anime-Fans, die aktuell in den Seasons sein wollen, die geilen Kämpfe, geile Animationen sehen wollen, ist gerade Crunchyroll und Wakanim wirklich am besten. Und wenn ihr einen Geheimtipp haben wollt, den eigentlich jeder kennt, dann kann ich euch einfach nur Jujutsu Kaisen dort ans Herz legen. Ein wirklich geiler Anime. Und das Beste für alle PlayStation-Fans da draußen, ihr könnt Crunchyroll auf der PlayStation downloaden und dann dort einfach Anime schauen. Und da ich ihn jetzt schon erwähnt habe, kommen wir zum nächsten, Wakanim. Doch bevor wir zu unserem französischen Bruder kommen, habe ich eine extrem passende Empfehlung für euch. Wenn ihr mal Urlaub auf Madeira macht oder sonst wo seid, wo ihr keinen Zugang zu euren Lieblings-Streaming-Seiten habt und sicher im Internet unterwegs sein wollt, dann sind unsere Brüder von NordVPN da. NordVPN ist nämlich der schnellste VPN-Service mit über 5200 Servern in 60 Ländern, was dir dabei hilft, die beste Verbindung auf deinen Lieblingsgeräten zu haben. Ein VPN ist ein virtuelles privates Netzwerk, was dir hilft, deine Verbindung herzustellen, die nicht nur deine ganzen Daten verschlüsselt, sondern dich auch anonym auf Orte auf der ganzen Welt bringen kann, damit du nie deine Inhalte verpasst. Dein Lieblingsanime ist nicht auf Netflix, aber in ein anderes Land. Dein Lieblingsspiel gibt es nicht bei dir, ab in ein anderes Land. Du wirst von der Polizei gesucht, dann ab in ein Was? Sicher in öffentlichem WLAN, sicher in euren Lieblingsgames oder bei euren Lieblingsstreams. Neben einem Haufen Funktionen, die ihr alle noch bei ihnen nachlesen könnt, haben wir für euch mit dem Link in der Beschreibung 70% Rabatt auf das 2-Jahres-Paket und einen kostenlosen Monat dazu. Schlagt jetzt schnell zu und sichert euch mit der 30-Tage Geld-Zurück-Garantie jetzt NordVPN mit dem Link ganz oben in der Videobeschreibung. Und ganz zum Schluss nochmal Kuss an NordVPN. Jeder von euch, der gerade im Hype zu der neuen Staffel Attack on Titan ist, kennt die Seite. Schreibt mal in die Kommentare, die neue Staffel ist schon geil, oder? Einige von euch sollten den französischen Streaming-Anbieter ja eigentlich schon kennen. Aber für die, die es nicht wissen, auf Wakanim könnt ihr ausschließlich Anime schauen und das Geilste daran ist, das zum größten Teil kostenlos. Es gibt eine große Auswahl an Anime, wie zum Beispiel Jujutsu Kaisen, Mushoku Tensei oder auch Attack on Titan und auch viele, die ihr euch ohne Geld auszugeben reinziehen könnt. Hier gilt jedoch wieder das kleine Ding, was stören könnte. Werbung. Aber im Endeffekt ist es so, als würdet ihr euch was im Fernsehen reinziehen. Es ist kostenlos,
aber ihr habt halt Werbung. Hauptsache kostenlos. Wiederum aktive Top-Titel wie Attack on Titan kann man leider nur sehen, wenn man dort Mitglied ist. Falls ihr Interesse habt, wirklich uneingeschränkt alle Anime dort in geiler Qualität zu sehen und Wakanim auf eurem Fire TV-Stick, eurem Handy oder auf eurer Konsole sehen wollt, dann könnt ihr ein gratis Probeabo beginnen. Und wenn ihr das geil fandet, könnt ihr für gerade mal 5 Euro im Monat eure Lieblingsanime straight aus Japan genießen. Okay, jetzt kommt mein persönlicher Geheimtipp, der zwar sehr obvious ist, aber manche Leute haben es nicht auf dem Schirm, und zwar YouTube. Es gibt so viele Anime mittlerweile auf YouTube, beziehungsweise einzelne Anime-Folgen und die sogar auf Deutsch, die ihr euch komplett kostenlos reinziehen könnt. Zum Beispiel habt ihr bei Crunchyroll Deutschland extrem viele erste Anime-Folgen von Anime, wie zum Beispiel The Rising of the Shield Hero Jujutsu Kaisen, That Time I Got Reincarnated as a Slime oder einige andere und teilweise neue Anime. Oder auch der Kanal von meinem Anituber-Kollegen Ninotaku, der mit seinen Sneak Peeks auch vollkommen legal und kostenlos Anime wie Kuroko no Basket, Dororo, Date Life oder vielen anderen in voller Länge komplett kostenlos und im deutschen Dub zu sehen sind, ist. Ja. Bei KSM habt ihr auch ein paar Folgen mit deutschem Dub, die ganz nice sind. Außerdem gibt es zwar den Streaming-Anbieter Anime On Demand nicht mehr, aber auf dem YouTube-Kanal von ihnen gibt es noch wirklich viele Folgen von Anime wie My Hero Academia, Maid Summer, Code Geass oder auch Kickers. Und für süße Anime-Filme würde ich euch auch empfehlen, beim YouTube-Kanal von Netzkino vorbeizuschauen und euch dort einfach an den unbekannten Filmen zu ergötzen, die euch umhauen werden. Jetzt kommen nochmal zwei extra Streaming-Anbieter, die zwar Geld kosten, aber eine wirklich geile Auswahl haben. Netflix. Und ja, auch der bekannteste und wirklich beliebteste Streaming-Anbieter darf nicht in dieser Liste fehlen. Netflix ist leider nicht kostenlos, genauso wie Amazon Prime, aber trotzdem stelle ich euch diesen Streaming-Anbieter vor, denn die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass entweder eure Freunde bei euch, schwieriges Thema, oder vielleicht sogar eure Eltern Netflix haben. Und gerade bei Netflix könnt ihr extrem viele geile Anime schauen oder auch Anime-Filme, wie zum Beispiel alle Ghibli-Filme, Demon Slayer, Haikyuu, JoJo's Erased oder auch Klassiker wie Sword Art Online. Es ist eigentlich alles dabei und Netflix punktet auch mit einer Sache, die keiner vorzuweisen hat. Sie haben Netflix originale Anime, die eigentlich alle geil sind. Um ehrlich zu sein, seid ihr aber falsch auf Netflix, wenn ihr euch die neuesten Folgen des Season Anime geben wollt. Denn Netflix gibt euch eigentlich nur Anime, die entweder original sind und damit etwas neuer oder Anime, die schon etwas länger draußen sind. Bevor wir aber jetzt zu sehr in die Anime-Details gehen, was kostet Netflix eigentlich? Gefühlt jeder hat Netflix, aber was zahlt man eigentlich? Netflix bietet euch 3 Abo-Modelle an. Einmal für 7,99 pro Monat, dann könnt ihr leider nur die Serien in einer Standardauflösung schauen, was für mich eigentlich kein Unterschied ist. Und auch nur auf einem Gerät schauen. Deswegen muss ich sagen, ganz ehrlich, lohnt sich diese Variante gar nicht. Dafür lohnt es sich aber, das Abo für 12,99 pro Monat zu holen, was ich übrigens auch habe. Dort können 2 Geräte gleichzeitig Netflix schauen und ihr könnt alle Serien und Filme auf Full HD wie dieses Video hier schauen. Das Abo für 17,99 pro Monat ist ein bisschen Overkill und unnötig, finde ich. Aber falls ihr reich seid und unbedingt Anime in 4K schauen wollt oder andere Filme und Serien, dann go for it. Amazon Prime. Amazon benutzt gefühlt jeder, den ich kenne, und einige wissen es auch, aber für die von euch, die es nicht wissen, Amazon hat einen eigenen Streaming-Service. Falls ihr zufällig Prime habt, damit eure Manga oder Dakimakura schneller ankommen, dann schaut unbedingt dort auch bei Prime Video vorbei. Dort könnt ihr mega geile Titel wie Hunter x Hunter, Dororo, Vinland Saga, Fullmetal Alchemist Brotherhood oder viele andere anschauen, die es sonst leider woanders nicht gibt. Das Ganze könnt ihr euch dann auch entspannt von unterwegs mit eurer Prime Video App reinziehen und sogar downloaden, damit ihr immer was zu schauen habt, falls der Empfang mal schlecht ist. Und das für nur 7,99 € im Monat. Wozu man noch sagen muss, dass man neben Anime natürlich auch andere geile Serien wie zum Beispiel Vikings hat. Und mit dem Preis wird übrigens auch Twitch Prime beinhaltet. Mit Twitch Prime könnt ihr Streamer kostenlos unterstützen und bekommt teilweise auch Belohnung für beliebte Spiele, die ihr wahrscheinlich auch spielt. Passend dazu könnt ihr auch gerne bei meinem Twitch-Account vorbeischauen. Da machen wir Reactions auf alle möglichen Videos, auf Anime-Trailer, ziehen uns zusammen Challenges ein oder stellen uns einfach Fragen rund ums Leben. Den Link dazu findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Das war jetzt alles, was ich für euch hatte, und ballert mir gerne eure Meinung zum Video allgemein und eure Lieblingsanime in die Kommentare. Und ich sag mal so, wenn das Video viel Liebe abbekommt, Kommentare, Likes, alles, dann baller ich für euch ein paar gratis Crunchyroll Keys in meiner Insta-Story raus. Den Link dazu und zu allen anderen Streaming-Anbietern findet ihr in der Videobeschreibung gleich unter dem Link zu meinem Merch. Den seht ihr übrigens da hinten, den könnt ihr mit Liebe abchecken. Ich habe wirklich sehr, sehr viele geile Motive mit geilen Designs. Schaut da gerne vorbei, nisekai.de. Und die Leute, die sich mein Merch holen und mir geile Bilder davon schicken, wie sie ihn tragen, kommen auf die offizielle Seite. Also wenn sie das wollen. Und jetzt nochmal Kuss an alle von euch, die bis jetzt da geblieben sind. Wenn euch das Video gefallen hat, like das Video, schreibt mir gerne ein paar Kommentare. In die Kommentare, aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal. Und ja, jetzt könnt ihr eure Zeit verschwenden mit Anime schauen. Ihr dreckigen Weeps.